hier auch noch mal was in eigener Sache sagen. Und zwar musste ich ja 10 Jahre stillhalten. Also man hat mich in der DDR und im Ostblock hofiert. Und danach die Jahre auch wieder, weil man mich ja brauchte. Und ich bin sehr enttäuscht hier, ne? Und reißt sich Frankfurt nicht endlich zusammen, lasse mir das nicht gefallen. Ne? Ich merke, dass sie nichts können. Und ich merke, dass ich nichts mehr kann. Aber ich merke, dass sie gar nichts können. Nur die im Osten sind noch viel, viel dämlicher. Hört das nicht bald auf, ist was los, ne, Leute? Hören Sie nicht auf, hier zu erzählen, dass ich ein bisschen blöd bin. Nehme ich mir jeden vor. Ich glaube, das reicht, ne, dass ich das gesagt habe. Ne? Da möchte ich auch nochmal eindeutig darauf hinweisen, weil das scheint hier untergegangen zu sein. Ich mag sowas nicht. Ne? Ich habe 10 Jahre durchgehalten und habe mir immer auf den Mund gebissen und den Mund gehalten und das lasse ich mir von Ihnen nicht gefallen. Dafür sind Sie mir einfach zu primitiv. Ich möchte auch nochmal Polizei sagen, Staatsanwaltschaft und so. Reden Sie mit uns, reden Sie, was da los war. Wurden wahrscheinlich auch nur als Spielball benutzt. Natürlich sind viele Ostdeutsche geflohen, also die SED-Versager und Mörder sind geflohen. Die sind bei Ihnen damit bei, säubern Sie sich selbst. Aber erzählen Sie uns hier was. Ne? Ich mache hier bestimmt die Karriere kaputt, ne? Kein Westdeutscher oder so, da braucht keine Angst haben. Sie waren auch Spielball und deshalb waren Sie noch so vorsichtig. Erstmal sehen, wie er reagiert. Ich bin so, wie ich schreibe und ich möchte auch nochmal allen anderen sagen, die sich jetzt wundern, was ich vorher geschrieben habe, wenn sie das mal gelesen haben, gesagt haben, so kann kein Mensch sein und jetzt sollen sie merken, dass ich genauso bin. Bin genauso, wie ich schreibe und ich stehe dazu und ich muss damit fertig werden und bei mir ist es so, wenn man sich nicht an die Gesetze hält, muss man immer mit mir fertig werden. Und da nehme ich auch keine Rücksicht drauf. Das möchte ich nochmal eindeutig sagen, das gefällt mir nicht. Man bringt mir jetzt den Respekt entgegen. Und was man hier gerade wieder unter unserem Fernseher macht, diese ganzen Nebenkriegsschauplätze, wie man uns beschäftigt und was wie der Müll da unten schon stinkt und alles, und wie man sich denn da auslässt und jetzt auch wieder noch Müll dazugekommen ist und so. Das lasse ich mir einfach nicht bieten. Ne? Fangen Sie an und kontakten Sie uns über E-Mail, sonst ist was los, ne, Nati? So, und wir haben selbstverständlich auch noch einige Überraschungen und das lassen wir uns von Ihnen nicht mehr gefallen. Und das, was Sie jetzt gesehen haben, es ist unwahrscheinlich und ich freue mich, dass das auch Ihnen auch zeigen kann. Also man sieht eindeutig, also ich war mindestens 4 Jahre vor 1995 gar nicht in Betrieb. Ich habe keinen Stempel gehabt, ohne Stempel wäre ich nicht reingekommen. Habe ich selbst nicht gewusst, aber ich habe schon vermutet, dass ich oft nicht in Betrieb war. Es ist unwahrscheinlich, ne? Ja, das kann man sich nicht vorstellen. Und das andere scheinen alles gefälschte, nachgefälschte Ausweise zu sein. Ja. Ich war da ein paar Mal da, aber auch wieder nicht da. Und aus irgendeinem Grund hat man meine ganzen Jungpionier, Thema-Pionier und Sportausweise und so gefälscht. Und mein GST-Ausweis fehlt und einige andere sportliche Ausweise fehlen auch. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.